Also Leute, heute wird etwas sehr Großes passieren. Denn nehme ich überhaupt auf, ja. Das wäre jetzt richtig. Gute Viktor Roth hier hat noch nie in seinem ganzen Leben ein Sonic-Spiel gespielt. Und jetzt könnte man sagen, ja, als ob, halt dein dummes Maul wirklich. Aber es ist wahr, jetzt werde ich endlich gezwungen, in einer Situation zu sein, wo ich das ausprobiere. Ich habe 3 Sonic-Spiele vorbereitet. Vorbereitet? Du hast sie kurz so gecodet. Ja, ich habe 3 Sonic-Spiele gemacht. Guck mal, Mario ist angeschrien oder was? Da haben wir zum einen die 2D-Spiele, dann haben wir die Adventure-Spiele und die Boost-Spiele. Und am Ende des Videos wollen wir herausfinden, was dein Lieblings-Playstyle von den dreien ist. Wir starten mit den Adventure-Spielen. Talk about low-budget flights. Who is that? My grandfather's diary. Chaos Control! Das Spiel ist jetzt das beste Spiel der Welt, oder was? Ja. Man merkt, dass das Spiel älter ist, aber irgendwie sieht das trotzdem geil aus. Ja, es hat einfach eine Ästhetik, ne? So, und dieses Game, wie gesagt, ist wild. Hier kommt der Song vor. Live and Learn. Oha, du kennst den? Ja klar, Live and Learn. Woher? Das ist der Sonic-Song. Ich habe 2 Level für dich vorbereitet. Okay. Als erst das erste Level im Spiel. Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Er drückt mir einfach den Controller. Ganz wichtig ist, dass ich ihm nicht sage, wie das geht. Okay, warte, man kann nicht jumpen. Okay, ja. Ich kann jumpen. Ja. Also du spielst jetzt schon deutlich besser als alle anderen. Yo, sogar direkt den Stunt geschafft. Oha. Oh. Normalerweise sieht das echt bei so Newbies immer aus, dass die von links nach rechts die ganze Zeit bouncen und gar keinen Plan haben, was abgeht. Es geht darum, so ein bisschen Momentum zu halten, sagst du? Genau, ja. Davon. Pass auf. Digga, du bist ultra gut da drin. Jetzt geht's richtig los. Jetzt hast du volle Control, Bro. Die Attacke kennt ihr aus Smash. Die haben die auf jeden Fall gut von Smash abgeguckt. Ja, als ob Smash so vorher rausgekommen ist einfach. Warte, hier ist was. Ey, das ist doch hier Clank aus Ratchet & Clank. Ja, genau der. Das war ein Crossover. Krank. Na, oh, what the fuck? Kommt jetzt mal. Ja, oder? Jeez, oha! What the fuck? Hast du deine Beine gesehen? And we will... Okay, hast du das gerade gesehen? Nee. Du hast gerade Psychokinese angewendet und dieser Brust ist einfach explodiert. Alter, what the fuck? Kann so irgendwie noch schneller werden? Du kannst X gedrückt halten und dann deinen Spin-Dash kommen und dann bist du ultra schnell, wenn du loslässt. Ja. Sorry, Bro. Es gibt einen Speedrun-Trick. Ja. Und den musst du jetzt natürlich sofort meistern. Okay. Du kannst ja normalerweise nicht hoch so. Ja. Also so, du hast nicht den Speed dafür. Genau. Aber wenn du den hier machst und dann springst im richtigen Moment, kannst du da hochlaufen. Okay, warte. Wenn du das schaffst, dann bist du... First try, oder? Ultra krank einfach. Okay, first warte. Wie springt man nochmal? Okay, das ist der normale Sprung. Genau, das ist aufladen, ja. Ne? Und dann springen. So. Ja. War ja ultra easy. Okay, wann zeige ich Mensch 2 Speedrun endlich? Actually, also ich brauche mal wieder ein Spiel, das ich Speedrun kann. Bro, ich meine... Selbstexperiment, also theoretisch. I mean... Ja. Boah, das mit dem Spin-Dash ist schon geil, muss ich sagen. Und du kannst auch auf den Dingern grinden einfach. Ja, ja, ein bisschen Tony Hawk-Style. Ja, ja, safe, ja. Okay, warte mal, was macht der Key? Oh, Alter, der Key ist das Beste im ganzen Spiel. Tschüss, okay, das war schön komplett. Weil damit gelangst du in den Chaogard. Das heißt, du bist gleich in den Chaogard gelangt und das ist wie Tamagotchi. Ich bin einfach so ein Flummi, Alter. Ja, ja, ich bin immer schneller. Ich weiß. Tschüss, oh! Boah, es gibt auch noch einen fortgeschrittenen Speedrun-Trick. Und zwar auch damit. Okay. I show you. Normalerweise kannst du nur so hochkommen. Oder bestenfalls so hochkommen. Ja. Aber wenn du es richtig timest, gegen die Wand ein Spin-Dash machst, früh nur loslässt und dann... Oh, geht. Da kannst du ultra hoch. Okay, warte, ich will das auch probieren. Das war ultra schlecht erklärt. Oh, okay, nochmal. Du musst halt ultra flink reagieren halt, ne, tatsächlich. Aber muss und du musst springen und dann Bouncer machen, weißt du? Aber muss ich direkt Sprung drücken? Du musst quasi... kotzen. Genau, du musst loslassen, so. Ja. Und dann AX. AX. Also es muss ganz schnell passieren, dass du erst springst und danach den Bouncer machst. Richtig, easy, pass auf. Nee, ja, aber war schon aber gut, war schon gut. Hat schon geklappt. Geht in die richtige Richtung. Ja. Ah. Schade, schade, schade. Das war aber gut, das war gut. Eine Millisekunde früher und es hat geklappt. Okay, warte, ich hab eine Idee. Ja, let's go! Oha, Alter! Jetzt machen wir den hier auch nochmal ganz kurz. So. Du weißt nicht, wie lange ich dafür... Yo, oha, Alter! Die Fingering-Technik. Okay. Alle guten Dinge sind drei. Als ob! Oha, ist consistently! Ja, muss er jetzt das Spiel einfach speedrun? So. Ja, es gibt also theoretisch? Okay, jetzt nicht mehr, du bist echt scheiße. Ja, ist geil. Ist ein geiler Trick. Also, ich verstehe... Warum man das nice findet, so. Ich verstehe, also das ist schon geil mit der Geschwindigkeit und so. Mhm. Entweder du racest einfach nur dadurch, versuchst so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen, dann bekommst du aber keinen guten Rang, sondern nur eine gute Zeit. Rank. Ja, ich will da hoch, denn. Warte. Okay, kriegst du den. Wenn du guten Rank willst, brauchst du viele... So. Ja, Digga, du bist ja perfekt da drin, Alter. Sorry, dass du besser bist als ich, Alter. Direkt. Ich kann mir vorstellen, am Ende des Tages macht mir das Game mehr Spaß als ein 2D-Teil. Echt? Kann ich mir gut vorstellen. Hab ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das würde dir am wenigsten gefallen sogar. Weil wenn du richtig gut timen kannst und Momentum behalten kannst, geh mal runter auf die Treppen. Dann kannst du von den Treppen einen Spin-Dash machen und dann auf die obere Plattform da gelangen. Da oben? Ja, das kriegst du hin. Man macht's einfach so. Nein, oh mein Gott, Alter, holy shit! Du wärst fast in den Abgrund gefallen, Alter Schwede. Ja, okay, er macht einfach die Übertricks wirklich. Einfach bald Sonic-Fan. Weil das hab ich so ganz viele Plüschtiere. Jetzt geht's richtig ab.
Du siehst von hinten diesen Huan-Sohn auf dich zukommen und musst einfach nach vorne laufen. Ja. Da wird jemand überfahren. Ciao, Big. Und hier kannst du auch mit Spin Dash nochmal ein bisschen verschnellern tatsächlich. Aber du bist schon am Ende. Du hast ihn überlebt. Also legit. Ultra stark. Nice. Ultra, ultra stark. Macht Bock auf jeden Fall. Ich glaube, Metal Harbor. Oh, stimmt. Du musst jetzt erst kurz Kinder großziehen. Siehst du diese Eier? Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, die zu hatchen. Entweder du machst es richtig lieb, wie eine wahre Mutter, und tust sie so ein bisschen schaukeln. Ja. Oder du wirfst sie brutalst gegen die Wand, dass sie ein Trauma bekommen. Ja, sehr gut. Nice. Da kommt der Kind. Ich merke, du bist ein guter Vater. Boah, ich glaube, der sieht psycho aus. Oh mein Gott, der sieht komplett psycho aus. Oh, Alter. Alter. Der ist mega abgefuckt. Ja, weg mit dem. Ich glaube, du wärst doch kein guter Vater. Hey, ich behandle dich auch gut. Aber weißt du, was richtig? Guck mal, der weint gerade auch. Hörst du es? Ja, gut. So ein Monster, ne? Hippo, bitte, pass auf. So, wo sind noch mehr Kinder? Oh mein Gott. Ciao. Boah, Digga, Alter! Ich hab ihn befreit. Der sieht sogar ganz normal aus. Ich hab ihn befreit. Der will sich schon umbringen. Guck mal, der springt wieder ins Wasser. Stirbt der gerade? Ja, der, wenn du den jetzt noch so 5 Minuten drin lässt. Krank. Bist du einer dieser Menschen, der das Main Game feiert, aber die Chao richtig scheiße findet? Ja, ich finde den nicht richtig scheiße, aber was soll ich mit denen? Willst du noch Namen geben oder soll ich einfach weitermachen? Nee, weitermachen. Alles klar. Next Game on the List haben wir Sonic Mania. Das ist so wie die Spiele aus 1991. Das sind die 90er Games, das sind die 2D Games. Ah, da hatte ich mein erstes Kind. Ja, du bist da geboren. Boah, das hat einen geilen Artstyle, aber. Ja, das ist so Classic. Das sieht aus wie halt in den 90ern, weißt du? Ah, das du startest direkt beim ersten Level. Also pass auf, das ist jetzt wie gesagt ein 2D Spiel. Tails läuft dir immer hinterher, weil er ist dein bester Freund. Auch in Real Life jetzt. Ah, schon so ein Anhängsel. Warte. Bitte auf meinen Kopf, aber. Ich liebe die Green Hill Zone Musik. Schön, in meine Brust, damit auch jeder weiß, dass Tails. Weil im echten Leben hat man ja auch immer seinen besten Freund in der Brust. Obviously. Und das Game war halt das erste, was wieder so 2D-mäßig ist seit übertrieben vielen Jahren und wurde von Sega, aber auch von Fans entwickelt. Also, echt jetzt? Ja, genau. Ich finde es generell cool, dass Sega irgendwie so etwas erstens macht, zweitens auch Fangames supportet, weil das ist etwas, das kann man von Nintendo einfach nicht erwarten. So. Was halt mega sad ist. Das ist halt krass. Also Sega ist halt so mit seinen Fans mäßig. Ja, Fanliebe ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ja. Mit Feuerschild kannst du nach vorne dashen, Alter. Das sieht echt cool aus. Boah, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Du musst auch nicht die ganze Zeit Feuer dashen, Dings. Doch, doch. Okay. Okay. Wie komme ich da hoch? Ich glaube von da oben links tatsächlich. Das ist jetzt wieder eine Challenge eigentlich. Naja. Spin Dash Jump. Okay. Spin Dash Jump. Boah, fast. Du hättest sogar mit dem Schild es packen können. Aber mit Schild ist halt auch ein bisschen für Loser. Ich krieg das hin. Okay, wie mache ich das? Am letzten Punkt einfach abspringen und dann der Luft nochmal A. So? Ja. Okay, nice. So, und jetzt hier, Special Stage. Siehst du dieses Ding da hinten mit dem Emerald in der Hand? Dieses fliegende UFO. Ja. Das musst du fangen. Diese Dinger sammelst du für Speed, damit du schneller wirst. Ist die Leiste voll, gehst du in Mach 2, also zweifache Schallgeschwindigkeit. Okay, oh shit, okay, jetzt. Da kannst du nicht drüber. Ah, schade, schade. Ja, das haben die extra so gemacht. Mann. Jetzt hast du Mach 3, jetzt, Bro. Okay, let's go. Jetzt hol dir den Bastard. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sau schnell. Nimm dir nur die Kurven, du schaffst das dann zeitlich. Konzentration, Bro, schaffst du! Bastard. Hol ihn dir! Ja! Stark, ja, okay, nice. Ich finde, die Special Stages machen auch mega Bock. Auf jeden Fall. Und ich mag jetzt, dass es auch mal 3D ist. Also ja. Pseudo-3D. Aber ich glaube sogar, vom Feeling her, dass die Adventure mehr Spaß gemacht hat. Ich muss sagen, ja. Also, das Game ist auch nice so. Ja. Ich komme damit noch nicht so klar. Ja, man muss erst sich ein bisschen reinfuchsen auf jeden Fall. Viele Leute, die Sonic Mania zum ersten Mal gespielt haben, sagen so, dass die das mega schwer fanden. Wirklich? Ja, und ich habe das so wirklich, ohne einmal zu sterben, Tails hat ja auch festgehalten, wie süß. Digga, Tails, hör doch auf! Hä? Hey, die kommt hier raus! Rechts, 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 da rein, rechts, da rein! Okay, und jetzt ganz lange A gedrückt halten, dann springst du ganz hoch. Boah, du wärst gerade fast ertrunken. Ja. Jetzt kommt Eggman. Es geht ab. Eggman, my boy. Bei Sonic spielt immer das Cockpit treffen. Das ist einfach alles. Hä? Du kannst die Dinger nicht zerstören. Genau. Und jetzt, du musst immer auf sein Cockpit springen, verstehst du? Ich versuch's. Oh, ist clean. Oh, er wollte direkt kontern. Und jetzt ist er schneller. What the fuck? Tails, hast du gesehen? Tails hat sich wieder redeemed dafür, dass er dich umbringen wollte. Alright. Ich könnte mir vorstellen, dass dir das vielleicht sogar am besten gefällt, weil das zu Speedrun bockt halt auch mega. Ja, okay. Du boostest mit X, du springst mit A und jetzt driften kannst du hiermit. Achso, okay. Yo, what the fuck? Ja, und damit boostest du. Wenn du boostest, bist du halt mega schnell. Weißt du, das fühlt sich schon wieder satisfying an. Ja, ne? Genau, du kannst wechseln mit den Schultertasten hier. Ah, okay. Wenn du halt die Möglichkeit hast. Genau. Pass nur auf, dass der das Fisch ist schon dich geil mit dem Boost. Was glaubst du, wann kam das Spiel raus, wenn du es dir so grafisch betrachtest? Boah, 2015? Keine Ahnung. 2011. Ich finde, das sieht erstens geil aus. Ja. Und zweitens, dieser Boost fühlt sich so richtig satisfying an. Wenn der Controller so vibriert, weißt ja, du? Ja, safe, safe. So, das macht wieder richtig Bock. Ja, wenn der Controller vibriert, man sich da einen Schwanz. Oder wenn wir den vibrierenden Controller Warnussen machen. Wenn du hier jetzt B drückst, also in der Luft, dann machst du es einfach kaputt. Und jetzt booste mal, weil hier kannst du durchboosten. Hier bekommst du viele Ringe dafür. Ja. Ja.
Ich verstehe. Ja, verstehst du den Reiz? Ja, es macht auf jeden Fall Bock, vor allen Dingen, also es fühlt sich geil an so. Ja. Das ist jetzt noch ein letztes Level von Generations, okay. Und dann bin ich gespannt, was dein Verdict ist. Und wir haben bei Adventure 2 City Escape gespielt. City Escape Modern Style, jetzt geht's. Ist das ähnlich? Richtig los. Das heißt, du kannst sogar auf dem Ding da schon boosten, theoretisch. Yo. Und die Rampen gehen auch wieder. Du musst wieder springen bei Gott. Adventure. Das ist weniger Momentum-based, sondern halt mehr Momentum halten mit Boost-based. Ja, ich merke schon. Ach, yo, what the- Und du kannst auch driften mit den ganz hinteren Schulterknöpfen. So? Genau, ja. Boah, das sah clean aus. Das okay. Gefällt halt auch den meisten. Boah, clean! Du bist sogar auf die Abkürzungsroute gelangt. Oh. Weil sieht auch so cool aus irgendwie. Ja, die sieht wirklich geil aus. Free! Oh, Junge. So wild, Junge. What the fuck? Oh, das mit dem Boost ist krass. Ja, den Boost, wenn du den Boost kontrollieren kannst, dann fühlst du dich einfach wie Sonic. Aber ich finde das auch geil, dass der immer so sagt, okay, hier ist eine Plattformpassage, pass mal ein bisschen auf. Ja, genau. Ja. Weißt du, die Levels sind halt so ultra groß eigentlich, aber weil du mit Sonic Speed da so schnell durchkommst, ja, weißt du? Ich habe darüber auch mal nachgedacht. So. Ich meine, das sind ja trotzdem riesige Level, ja. Nur man ist halt ultra schnell an allem vorbei. Das ist auch ein bisschen schade, weil stell dir vor, du bist ein Programmierer und du programmierst diese Hintergrund, also ja, diese richtig ultra, geilen Häuser. Diese ultra schönen Häuser, ja. Und keiner sieht das. Boah, ich dachte, das bringt dich kurz in den Tod. Oh, pass auf! Digga, dass du das überlebt hast, hast du gesehen, da war wieder das so, pass auf, Bro. Schild. Trust me. Das pass auf, Bro, Schild. Erkennst du das Level-Layout wieder? Ja. Weißt du noch in Adventure 2? Ja, ich weiß noch. Ich glaube, jetzt ging es schon richtig ab. Da, ist er wieder. Aber er hasst dich noch mehr als früher. Er hat sich nämlich ein paar Upgrades besorgt, Digga, pass auf. Jetzt? Hast du gesehen? Guck mal. Oh mein Gott! Ja, du musst ausweichen! Oh mein Gott! Das ist kein Boost mehr. Okay, pass auf. Schaffst du. Okay, holy, das ist geil. Das ist ja, geil. Ja. Booste. Oh mein Gott. Einmal geradeaus. The fuck? Hä? Was passiert? Ich bin hinter ihm. Hä? Hast du das gesehen? War das ein Bug? Ja, ich hab das noch nie in meinem Leben gesehen. What the fuck? Ich war hinter ihm. Was? Ich hätte einfach langsam sein sollen. Ja, gotta go fast, einfach doch nicht, Bruder. Die, ne? Mhm. Hä? Hä? Hast du gesehen? Der ist hinten gebuggt. Er hat auf die Ecke geguckt. Sieht er mich hier? Okay. Oh, boah! Hä? Okay, das war echt knapp, Alter. Was war das? Wirklich. Das war ja die wildeste Passage. Ja, ey, aber richtig wildes hier. Ende. Kann ich schon mal ein Verdict geben? Okay, warte, gib ein Verdict. Aber erst, wenn ich natürlich auf die andere Kameraeinstellung gemacht habe. Ja. Alright, sind wir beide fokussiert? Ja. Nice, und wir sind ultra verschwitzt. Das ist auch mega. Also, Top 3 würde ich sagen Mania. Top 2, Adventure 2 war das, ne? Ja. Adventure 2 und Top 1 war auf jeden Fall Sonic Generations. Also was? Sonic Generations hat mir wirklich am meisten Bock gemacht, weil es fühlt sich irgendwie vom Ding her geil an. Alles, was da passiert, fühlt sich wirklich am richtigsten an, sag ich mal. Ja, viele. Meine Top 1. Generations, dein Mann einfach. Ja. Wild, okay. Mein Mann. Und wann kommt jetzt der Generations Speedrun? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Dann, Bro, danke, dass du dabei warst. Ja, ab Muchas gemacht. Gracias. Checkt Vic aus. Und ja, tschüss. Sonic ist gut. Sonic ist krank. Ey, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe doch ein bisschen was mit Sonic zu tun. Echt? Kennst du Sonic X, den Anime? Ja, klar. Ich habe jede Folge gesehen.